Hier ist der Marktplatz Neumarkt. Herzlich willkommen. Nicht nur in Griechenland zeigte sich vor kurzem, wie verheerend eine Mischung aus ausgetrockneter Natur und Feuer sein kann. Auch bei uns in der Region ist die Waldbrandgefahr aktuell sehr hoch eingestuft. Und das ruft Männer auf den Plan, die mit Adleraugen darüber wachen, dass solche Brände möglichst früh entdeckt werden. Und mit Adleraugen meine ich jetzt nicht unbedingt die Stärke der Augen, sondern die Höhe der Augen. Die Charlie November startet. Charlie November, 5 an. Eckfried Trautenberg hat das Signal vom Tower erhalten und startet von Neumarkt aus zu einem Flug über den Landkreis. Das Waldbrandrisiko wurde von der Regierung der Oberpfalz auf die höchste Stufe gesetzt. Tägliche Beobachtungstouren sind somit angeordnet, denn aus der Luft sieht man besser, wo die Trockenheit womöglich verheerende Auswirkungen hat. Wenn da irgendwo Rauchentwicklung sein sollte, dann fliegt man hin. Jetzt ist da im Wald synthetisch warm, es ist kein Rauch. Von der Jurastadt aus steuert Eckfried Trautenberg Richtung Berching. Der Bögelweiher mit dem Betriebsgelände der Baufirma ist deutlich erkennbar. 5 bis 6 Piloten und 3 Luftbeobachter teilen sich im Raum Neumarkt die Aufgaben der Beobachtung. Zu den offiziellen Flügen starten sie stets zu zweit. Wenn sie aus dem Flugzeug tatsächlich ein Feuer entdecken, überprüfen sie aus näherer Distanz, ob schon Einsatzkräfte vor Ort sind. Wenn nicht, wird per Funk die Feuerwehr alarmiert. Und wir kreisen dann über der Stelle, bis die Feuerwehr kommt und weisen wir auch den Weg, denn wir können nicht entscheiden, wie sie eventuell noch zur Brandstelle kommen, während wir aus der Luft natürlich jeden Weg, jede Straße erkennen können. Das Flugzeug hat inzwischen den Raum Berching erreicht. Von hier aus geht es weiter nach Kelheim, Regenstauf, Parsberg und wieder zurück nach Neumarkt. Der Luftraum ist in verschiedene Zuständigkeitsgebiete unterteilt. Das Waldgebiet im Süden, das wird von einer anderen Route abgeflogen. Das sind die Eichstätter, die fliegen also oberbayerische Routen. Unsere Route ist Oberpfalz-West. In etwa 500 Metern Höhe sammeln sich sogar ein paar Tropfen auf der Scheibe. Wasser, welches man zurzeit am Boden vermisst. Zumindest während eines offiziellen Beobachtungsfluges hat Eckfried Trautenberg noch keinen Waldbrand entdeckt. Aber sonst, wenn ich mit dem Flugzeug unterwegs bin, da schauen wir ja auch immer drauf. Da haben wir schon einige Brände entdeckt. Einmal einen Waldbrand und dann gelegentlich in der letzten Zeit, in der Erntezeit, da fackeln wir mal gelegentlich so mähdrisch ab. Hin und wieder sehen die Flieger auch Feuer, die absichtlich entfacht wurden. Zum Beispiel zur Schädlingsbekämpfung auf Forstflächen. Bei großer Trockenheit ist das ebenso gefährlich wie eine weggeworfene Zigarette. Und den Flugbeobachtern ist es natürlich lieber, wenn ihre Tour über den Wolken nicht zu einer Tour über Rauchwolken wird. Übrigens, für die Waldbrandbeobachter ist 2018 ein besonderes Jahr. Normalerweise müssen sie immer erst im Sommer tätig werden. Heuer ist es aber derartig trocken, dass der erste Überwachungsflug bereits im April angeordnet wurde. Wir tun jetzt etwas gegen die Trockenheit und zwar mit einem schönen Eiskaffee, machen eine ganz kurze Werbepause und danach blicken wir rüber nach Berngau und nach Pölling, wo am letzten Wochenende Jubiläum gefeiert wurde. Mehr dazu gleich, bleiben Sie dran. Harmonika, das steht für Harmonie und Lebensfreude. Der ambulante Pflegedienst betreut Patienten ganz nach ihren individuellen Bedürfnissen. Heike Hengelschweiger und ihr kompetentes Team beraten Sie gerne in einem persönlichen Gespräch, damit die Einsätze ohne Zeitdruck organisiert werden können und die Pflegekräfte jedem Patienten die Aufmerksamkeit geben, die er braucht. Für eine Umarmung ist immer Zeit. Willkommen in der Erlebniswelt Velburg. Entdecken Sie die König-Otto-Tropfsteinhöhle, eine der größten Schauhöhlen Deutschlands. Der angeschlossene Kletterwald bietet Nervenkitzel für die ganze Familie. Genießen Sie die Radwege im Tal der Schwarzen Laber und finden Sie Erholung am Naturbadesee Altenfehldorf. Auch unsere historische Altstadt freut sich auf Ihren Besuch. Die Erlebniswelt Velburg an der A3 Ausfahrt Velburg. Die Einkaufsstadt Neumarkt lädt ein. Zum großen Altstadtflohmarkt am 4. August.
Von 8 bis 14 Uhr verwandeln über 200 Stände die gesamte Innenstadt und das Stadtquartier Neuermarkt in ein wahres Mekka für Flohmarktfans. Mehr Informationen unter einkaufsstadt-neumarkt.de. Die BGN Gleichauf mit ihren 60 qualifizierten und freundlichen Mitarbeitern verfügt über umfangreiches Know-how und erarbeitet selbst für komplizierte Sachverhalte mit Ihnen zusammen eine passende Lösung. Ob Haustür, Garagentor, Sonnenschutz, wir haben für jeden Bedarf das passende Produkt. Hier findet jeder sein passendes Profi-Werkzeug in unserem riesigen Sortiment. Kommen Sie zu BGN Gleichauf, Ihrer Handwerkstatt und Bädersee im Plan in Kaufen Ausstellung in Neumarkt. Auf zum Neumarkter Jura-Volksfest vom 10. bis 20. August mit großem Festzug am Volksfestsonntag, einem zünftigen Weltrekordversuch, bunten Nachmittagen für Familien und Senioren, sportlichen Höhepunkten mit Fußball und Ringen, der traditionellen Pferde- und Fohlenschau und stimmungsvoller Unterhaltung in den Jura-Hallen und auf dem Festplatz. Neumarkter Jura-Volksfest, da muss man hin. Wir bieten Lebensqualität, nicht nur beim Jura-Volksfest. Viel Spaß wünschen Ihre Stadtwerke Neumarkt. Hätte ich nicht so spät noch eine offene Tankstelle gefunden, wäre ich nicht mehr zum Festival gefahren. Hätte die Band verpasst, den Regen verpasst. Dann hätte ich dich verpasst. Die Das Örtliche App. Jetzt runterladen. Ohne Öl fehlt dir was. Willkommen zurück. Die Via Dolorosa in Jerusalem gilt bei vielen Christen als der wahre Kreuzweg, auch wenn sich die Stadt im Laufe der letzten Jahrtausende so stark verändert hat, dass man nicht sicher sein kann, immer wirklich in den Fußstapfen von Jesus Christus zu wandeln. Dennoch ist es das Ziel vieler Pilger. Gläubige aus der Region müssen nicht ganz so weit reisen, denn Kreuzwege, die dem Original in Jerusalem nachempfunden sind, gibt es natürlich auch bei uns. Seit kurzem einen neuen in der Nähe von Berngau. Die Mitglieder des Bruder-Klaus-Vereins dürften schon geübt sein im Umgang mit schwerem Gerät. Schließlich bauten sie unter anderem bereits eine Dorfhalle und einen Kinderspielplatz. Am Freitag letzter Woche entstand unter sengender Hitze ein neuer Kreuzweg. Die Idee dazu stammt vom Vorstand Karl Klebel, dem es ein Anliegen war, die Pfarrkirche Berngau und die Bruder-Klaus-Kapelle Wolfsrecht symbolisch miteinander zu verbinden. Ja, wir haben dann in der Folgezeit auch mit Herrn Pfarrer Lang viele Gedanken uns gemacht und auch viele Kreuzwege angeschaut. Ja, und haben wir bei der Ski auch diesen Kreuzweg so stationiert, dass es dreimal so Abteilungen gibt, ja, jeweils 5 Stelen. Ja, er gibt 15. Warum machen wir 15? Ja, normalerweise hat der Kreuzweg 14 Stationen, aber wir haben ja die 15. Station, die Auferstehung, mit dabei. Die Betonstelen und sämtliches Baumaterial werden von unterschiedlichen Firmen kostenlos bereitgestellt und durch ehrenamtliche Arbeiter aufgebaut. Die von einem Bildhauer aus Eichstätt geschnitzten Holztafeln erzählen die Passionsgeschichte. Gestiftet wurden sie vom früheren Pfarrer Josef Lang, der auch maßgeblich an der Idee zum Projekt beteiligt war. Und zu jeder Stele kommt auch doch ein, so eine Meditationstafel, wo man das nachlesen kann über die Nöte unserer Zeit, sodass also auch körperlich und auch seelisch was drin ist. Im nächsten Jahr soll vom Weg aus noch ein Zugang zu einem nahegelegenen Bachlauf geschaffen werden, sodass der ein oder andere Spaziergänger noch einen weiteren Grund hat, innezuhalten. Einen verbal-musikalischen Rundumschlag hatten sich die Einwohner von Pölling zu ihrem Jubiläum selbst geschenkt. Denn neben vielen anderen Höhepunkten im Programm gab es auch einen Auftritt von Hans Well, dem früheren Mitglied der Biermöselblasen. Und auch in seiner neuen Gruppe ließ er aktuelles Geschehen in Neumarkt nicht ironisch unkommentiert. Jubiläum. In diesem Wort steckt bekanntlich der Begriff Jubeln. Und jubeln können die Pöllinger gut. 950 Jahre Dorfbestehen feiern sie sehr ausgedehnt. Über das ganze Jahr hinweg haben wir über 30 Veranstaltungen geplant, gemeinsam mit all den Vereinen. Und es lässt sich mit einem Verein gar nicht alleine organisieren. Und das Besondere an Pölling ist eben, dass viele Vereine da sind, jeder sich eingebracht hat. Und wir wollen jetzt mit diesem Wochenende nur ein Highlight setzen, wo wir alle mal zusammenkommen. Ein buntes Programm haben, für jeden was dabei sein soll. Aber wichtig ist, es ist noch nicht vorbei. Auch zum Jahresende hin haben wir noch ganz, ganz interessante Veranstaltungen.
Eingeläutet wurde das Festwochenende mit einem traditionellen Bieranstich durch den Neumarkter Oberbürgermeister. Im Fass befand sich das eigens kreierte Bier der Pöllinger Schwengel. Also uns auf dies. Stimmgewaltig begrüßten die 45 Sänger des Pöllinger Gesangsvereins die Gesellschaft. Dieser Verein blickt auch auf ein langjähriges Bestehen seit 1921 zurück. Ein weiteres Highlight des Wochenendes war der Auftritt von Hans Well und den Wellbappen. Mit scharfzüngig witzigen Texten begeisterten die vier Vollblutmusiker rund um den Familienvater Hans Well das Publikum. Heikon und Schicksal, da ich verschlung, wo's mehrer Borkenkäfer wir Fichten haben. Wo man die Kinder die Ewigkeit so erklärt, das ist dann, wenn endlich einmal das Bürgerhaus gebaut wird. Bezüglich des Bürgerhauses gibt es momentan noch kein Signal der Regierung, ob dieses Wunschprojekt mit Fördermitteln realisiert werden könnte. Natürlich hoffen viele der engagierten Ortsteilbewohner, dass es auch hier irgendwann Grund zum Jubeln gibt. Und zwar nicht erst beim nächsten Jubiläum. 141 Menschen haben gesagt, ja, die Turnmädchen vom SV Höhnberg haben neue Trikots verdient. Und am letzten Freitag bekamen sie diese dann auch überreicht. Finanziert wurden die Wettkampfoutfits über die Crowdfunding-Plattform Viele schaffen mehr, der Raiffeisenbank Neumarkt. Wenn Vereine zum Beispiel etwas Sinnvolles anschaffen möchten oder Gruppenunterstützung bei einem gemeinnützigen Projekt brauchen, dann stellen sie Infos dazu auf diese Internetplattform und jeder kann mit einem kleinen oder großen Geldbetrag helfen. Für alle Spenden über 10 Euro legt die Bank nochmal 10 Euro obendrauf. So kamen für die Turnerinnen rund 3.700 Euro zusammen und die Freude über die neuen Outfits war groß. Wer momentan eine Veranstaltung unter freiem Himmel plant, wünscht sich natürlich keinen Regen. Zu große Hitze ist aber auch nicht gut, denn dann bleiben die Besucher ebenfalls fern. Wir wünschen uns das optimale Wetter für alle Veranstaltungen, die wir Ihnen jetzt empfehlen. Wir wissen, wo was los ist und was schmeckt. Vom Fass in Neumarkt sehen, probieren, genießen. Seit Montag dieser Woche wird an der Klenzebauschleuse in Mühlhausen wieder Kunst geschaffen. Das 9. Bildhauersymposium geht noch bis zum 11. August. Und diesmal gibt es ein besonderes Experiment. Zwei Künstler arbeiten jeweils an einem Werk. Jeden Tag ab 8 Uhr werden sie kreativ und freuen sich auf gute Gespräche mit Besuchern, die ihnen jederzeit über die Schulter schauen können. 3 Tage lang feiert man in Velburg wieder Bürgerfest. Zu den Highlights des Programms gehören unter anderem das Food Truck Open Air am Freitag um 18 Uhr, der Burgberglauf am Samstag um 19 Uhr und ein Auftritt von Groove Project am Sonntag um 16 Uhr. Am Sonntag nimmt sie Herbert Hauser wieder mit auf eine Sonntagsführung durch Neumarkt. Treffpunkt ist um 13.15 Uhr am Rathaus. Dann gibt es 90 Minuten lang Wissenswertes zu verschiedenen Orten und Gebäuden der Jurastadt. Das Besondere? Die Führung wird komplett in gereimter Versform präsentiert. Eintritt für alle Gäste über 12 Jahren 4 Euro. Wir wissen, wo was los ist und was schmeckt. Vom Fass in Neumarkt sehen, probieren, genießen. Bei den heißen Temperaturen der letzten Tage haben wir das einzig Richtige getan und unsere Moderationen in einer Eisdiele aufgezeichnet, und zwar im Eiscafé in der Neumarkter Bahnhofstraße. Es würde uns freuen, wenn Sie am Freitag wieder einschalten. Dann begrüßt Sie Verena Zollner zu einer neuen Ausgabe von Endlich Wochenende und wir berichten unter anderem über die archäologischen Grabungen bei Polanten. Das und mehr am Freitag. Ihnen danke fürs Zuschauen.